man muss jetzt so ein bisschen wie Goldgräberstimmung verstehen. Wir sehen das auch so. Und wir wissen, dass jede Veränderung auch Arbeit mit sich bringt und dass es nicht leicht ist, dass die Mitarbeiter nicht schwer oder nicht leicht zu bewegen sind, sich zu verändern oder auch in ihrer Denkweise. Und dann werden sie nachher sehen, das Ziel, dass das alles viel leichter und einfacher geht. Das heißt, wir suchen gerade die Goldmine und wir starten mit der Spitzhacke. Das heißt, wir fangen an und wir sind ziemlich sicher, dass wir unsere Mitarbeiter begeistern können und mitnehmen können. Ja. Wir haben uns ja schon immer als ein bisschen andere Steuerberater gesehen. Wir wollten ja immer ein bisschen anders sein als andere und haben auch bestimmte Dinge mal anders gemacht. Also dieses Image, was unser Berufsstand teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht genießt, ne, so ein bisschen verstaubt und so ein bisschen, oh ja, wir machen halt ihr Ding und Hemdschone und wie auch immer, keine Ahnung was. Dass wir sozusagen auch mal andere Dinge ausprobiert haben und es auch nicht zu fein waren, mal Themen aufzugreifen, wo ein normaler Steuerberater sagt, ach, ihr macht jetzt Vereine oder ihr macht irgendwie gemeinnützige Institutionen oder ihr macht Steuerstrafrecht oder was soll denn das, lieber nicht. Oder jetzt halt diese Geschichte mit den Blockchain, mit Bitcoins und Ethereum etc. Und wenn man jetzt über steuerliche Gestaltung, über Holdingstrukturen, über internationales Steuerrecht spricht, dann kommen wir da natürlich in Bereiche noch und nöcher, wo man halt irre kreativ beraten kann und das kann auch der einzelne Mitarbeiter. Hier in unserem Unternehmen kann eigentlich jeder nach seinem Gusto selig werden. Er muss sich halt in die Richtung entwickeln, Expertise aufbauen. Dann kann hier jeder irre kreativ sein, so denn er das möchte. Deswegen haben wir als Vision gesagt, InnerCity ist die treibende Kraft der digitalen Energiewende. Die Transformation führt dann wieder dazu, dass sich das Miteinander verändert, wenn man es vielleicht mal auf dem Niveau formuliert. Und da kommen dann Fragen wie ist unsere Kultur, wie gehen wir miteinander um? Wie führen wir? Und gleichzeitig haben wir auch zum Beispiel im Bereich Duty-Free digitale Plattformen wie Amazon, wo der Passagier ja auch einkaufen kann. Er muss es nicht mehr beim Flughafen machen. Und auch Airlines drängen so nach und nach in das Geschäft rein. Mhm. Und da geht es darum, auch zukünftig Szenarien zu entwickeln. Wie kann sich der Markt entwickeln? Wie können solche Trends unsere Erlöse beeinflussen? Um da eben auch abzuleiten, was wir für Handlungsoptionen in der Zukunft haben. Mhm. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, die Mitarbeiter auch mitzunehmen auf diese Digitalisierungsreise und zu schauen, dass wir einen Raum haben, wo man wirklich neue Ideen entwickeln kann, dass man Innovationen entwickeln kann, dass man aber auch gleichzeitig schafft, diese Ideen schnellstmöglich zu bewerten und auch umzusetzen. Wir wollen es eigentlich erreichen, dass wir von der Fahrzeugavisierung, das heißt von der Meldung der Fahrzeuge, die abzuholen sind, bis zum Vertrieb an Kunden, einschließlich Nachfaktura, Inventur, alles über ein Datensystem läuft. Das heißt, nur ein Datensatz im Prinzip durchläuft. Wir haben die Organisation mit eingebunden und haben als Bestandteil des Workshops mit 20 oberen Führungskräften über einen morphologischen Kasten die Erwartungshaltung für den Bereich Digital Transformation gemeinsam definiert. Und haben sozusagen die Bereiche gefragt, was wollt ihr denn von uns, was erwartet ihr von mir, was erwartet ihr von der Rolle, was sollen wir für euch sein, wie können wir euch dabei helfen? Heute sitzt eine Führungskraft in einer Filiale und führt die 6 Menschen, die da in der Filiale sitzen. Ich weiß nicht, ob nicht morgen diese 6 Menschen zu Hause sitzen, von da aus telefonieren, Kundentermine machen, sich in der Filiale einen Raum buchen, um ein Gespräch mit dem Kunden zu führen und die nächste Stunde beim Kunden vor Ort sonst wo verbringen und damit unterwegs sind. Sprich, wie führe ich Menschen, die im Grunde genommen ganz anders unterwegs sind, als es heute der Fall ist und die nicht mehr auf ihrem Stuhl in der Filiale sitzen? Ich bin seit 20 Jahren im Personalvermittlungssektor tätig. Und als ich 2014 mein Unternehmen gegründet habe, habe ich das genannt Personalmakler. Es gab zu dem Zeitpunkt, war man entweder Personalvermittler oder Berater oder Headhunter oder machte Executive Search oder... Also, der Bereich ist ja sehr weit und sehr groß. Und ich habe es damals Makler genannt, weil ich damit demonstrieren wollte, dass beide Parteien, wenn ich jetzt, also das suchende Unternehmen und der suchende Mitarbeiter oder Bewerber, wer jetzt später Mitarbeiter wird, auf Augenhöhe sind. Also beide haben Anforderungen an den idealen Mitarbeiter oder an den Traumjob und beides ist gleich wert.